Der totale Geheimtipp. Ja, er steht hier in Halle Nummer 2. 2C, um genau zu sein. Wir sind auf der CMT und die Halle 2C ist so ein bisschen ab vom Schuss, muss man sagen. Es soll Leute geben in Stuttgart, die haben die Halle 2C erst gar nicht gefunden. Wir haben sie Gott sei Dank gefunden und wir haben was Schönes mitgebracht. Ja, nämlich die Agnes, die ist mit dabei. Du bist hier die Chefin. Ihr habt eine Firma, wie lange macht ihr das schon mit den Fahrzeugen? Wir sind jetzt 29 Jahre dabei. 29, da warst du 4. Nee, so jung bin ich nicht mehr, aber ich meine, das Rentenalter habe ich auch noch nicht erreicht. Ihr habt eine nette Kundschaft. Ihr bietet ja nicht nur 4x4 an oder nur 4x4? Nicht nur 4x4, auch normal Antrieb. So, da kommt mal mit. Das hier ist jetzt ein 4x4, ein Mercedes-Benz Sprinter. Hat er schon den neuen Allrad mit drin? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ein bisschen näher, dann hört man dich ein bisschen besser. Und das Coole ist an dem neuen Allrad, ich muss quasi keine Kenntnisse mehr haben. Das kann jeder fahren, oder? Genau, das ist so, dass das System quasi die Intelligenz des Fahrers nicht ersetzt, aber halt eben deutlich schneller ist. Wenn es irgendwo rutschig wird, dann schaltet der Allradantrieb automatisch zu und ich habe halt eben deutlich sicheres Fahren. Ja, Agnes, ihr habt unglaublich zeitlose Fahrzeuge. Also die Fahrzeuge sind jetzt nicht so gebaut, dass immer so der letzte Schrei, der letzte Trend, sondern sie sollen auch noch in 20 Jahren zeitgemäß sein. Wenn ihr schon so lange Fahrzeuge baut, fahren die alle noch? Ich glaube, 2 gibt es nicht mehr, aber sonst fahren sie noch alle. Sind alle auf der Straße und jeder ist zufrieden und jeder ist froh, wenn er einen Rubel hat. Sag mal, was macht ihr anders als, ich sag mal, so die normalen Hersteller, die, ich sag mal, im Fließband bauen? Wir machen Individualität, das heißt, der Kunde kann bei uns die Länge bestimmen, der kann Möbelbau mitbestimmen. Ja, und eigentlich alles. Es ist richtig individuell, jedes Fahrzeug. So, wichtig ist, sie sollen ja lange halten. Was habt ihr für Materialien zum Beispiel in der Wand? Wir haben ein Vollsandwich aus GFK außen und innen und in der Mitte ein Hartschaumisoliermaterial, holzfrei, verrottungsfrei. Und das einzige Holz, was wir verbauen, ist halt eben im Mobiliar bzw. am Fußboden, damit es ein bisschen angenehmer ist. Aber unten, außen kein Holz, auch nicht in den Wänden. So, das ist jetzt ein Schlechtwegefahrzeug, nehme ich mal an. So, sagen wir so Rampenwinkel und so, das ist jetzt nicht für die extreme Freiheit gedacht. Aber damit kommst du schon irre weit, oder? Ja, damit kommt man natürlich weiter als mit dem Heck oder mit gerade Fronttriebler. Aber Mercedes selber sagt auch, es ist ein Schlechtwege-Allrad. Wenn Expeditionsmobil haben will, der sollte auf den Unimog gehen. Und mit dem Auto, was wir hier haben, kommt man halt eben schon deutlich weiter. Aber es hat auch seine natürlichen Grenzen. Ja, ganz wichtig ist auch die Sicherheit. Man hat hier echt Glasfenster mit drin. Das signalisiert schon, hier kommst du nicht rein. Leute, die aber, ich sag mal, unterwegs sind, eure Kunden, die haben keine Angst, frei zu stehen, oder, Agnes? Nein, die haben keine Angst. Solange sie auch Hühnerkopffenster haben, die sind einbruchsicher. Also passiert so nichts. Ja, der Klaus hat es mal bewiesen mit dem Hammer, habe ich mal gesehen. Genau. Da hat er Sachen da. Wäre zwar 100 Euro dann, hätte ich fast gesagt, oder 100 Euro da die Glasscheibe kaputt bekommt. Der kann das Geld behalten, aber es hat keiner geschafft. Also mein Tipp ist, holt euch eine Flex oder einen Seitenschneider, dann einmal hier ein Loch bohren, einmal drumherum, wenn man nicht gerade die Möbel erwischt, das ist einfacher, als durch die Fenster zu gehen, oder? Ja, aber es macht halt eben Dreck, Lärm und kostet Zeit und das ist ja das, was die schwarzen Menschen nicht haben wollen, diese bösen, dunklen... So, genau, das nehmen wir nämlich zurück. Du meinst mit schwarzen Menschen die Diebe, die schwarz die gekleidet schwarz sind. Die sich damit man sie in der Nacht nicht erkennt, natürlich. Okay, also praktisch so Leute wie ich jetzt gerade. Okay, ich bin komplett schwarz übrigens. Das ist zum Beispiel eine Hecktür. Ist sie auf oder hast du sie zugemacht? Andere Seite ist auf. Können wir mal gucken. Auch hier habt ihr ein Zusatzschloss angebracht? Genau, nochmal zusätzliche Sicherheit. Gibt einfach ein besseres Gefühl mit so einem Abus-Schloss, was man halt eben von außen und auch von innen bedienen kann. Also Frau einsperren in der Heckgarage funktioniert hier leider nicht. So, Nutzlast, der ist wahrscheinlich über 3,5 Tonnen hier, oder? Genau, wir haben ein Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen und haben mit vollen Tanks und Fahrer noch eine Zuladung von über 1 Tonne. So, ihr seid recht pragmatisch, Serienbereifung mit drauf. Diese Felge kriegst du überall, das ist der Riesenvorteil und den Service auch, oder? Genau, das ist in jeder Mercedes-Werkstatt weltweit erhältlich sowas. Und wenn hinten halt eben 2 Reifen sind gleiche Reifen, gleiche Felgen. Und ich kann die halt eben auch vorne nutzen, wenn ich vorne meinen Plattfuß habe und ich habe kein Ersatzrad mehr dabei. So, dann absoluter Luxus. Guck mal hier, eine Hubstützenanlage in einem Schlechtwegefahrzeug. Wollen die Leute sowas? Ja, sonst hätten wir es nicht runtergebaut, weil... Ein bisschen Luxus darf es auch hier sein.
Ja, ist ja jetzt auch kein Luxus. Ich sehe aber noch mehr Sachen. Ihr habt einen Gastank, nämlich einen ziemlich fetten drin. Sind noch Gasflaschen drin? Gasflaschen sind auch noch drin, zusätzlich als Reserve. Aber mit dem Gastank ist man halt eben auch deutlich komfortabler unterwegs. Ja, kenne ich. Das heißt, du gehst tanken, LPG, es gibt Adapter mit dabei, Gasfilter. Das ist alles soweit gelöst. Der hält ziemlich lange, so ein Gastank. Das hängt natürlich davon ab, wie stark das gedämmt ist. Die Leute im Sommer, brauchen die noch eine Klimaanlage drin, wenn man das ein bisschen abschattet? Weil eure Fahrzeuge sind im Regelfall weiß, oder? Die sind in der Regelfall weiß, aber wir verkaufen trotzdem noch viele Klimaanlagen, auch wegen Hund und sowas so, wenn die dann da drin sind. Also, und die Sommermonate werden ja auch immer heißer. Okay, ich habe jetzt verstanden. Wir haben ja das größte Chassis, 5,5 Tonnen. Wir haben hinten Zwillingsbereifung mit drauf. Das ist ein richtiges Fahrzeug. Zuladung, was habe ich noch bei dem? Wie gesagt, eben mit vollen Tanks und Fahrer haben wir noch eine Zuladung von über einer Tonne. Über eine Tonne. Wahnsinn. Das heißt, der Dieseltank kann auch ein bisschen größer sein. Die ist wie groß hier? Da haben wir 90 Liter bzw. 93 in der Serie. Ging aber mehr. Wenn du sagst, will ich mehr haben? Nee, da ist bei uns leider der Gaskasten im Weg. Es gibt irgendwelche Alternativlösungen, die bei uns allerdings leider nicht passen. So, man könnte aber Airline-Schienen nehmen, sich noch zwei Zusatzkanister nehmen für die Wüste. Das ginge alles, wenn man es denn darf. Ich lasse das mal offen. Robel, ihr habt eine riesen Fangemeinde, die Robel fahren. Die treffen sich auch immer ab und zu, oder? Genau, wir haben auch einen Robel-Club, hätte ich fast gesagt, die sich regelmäßig treffen. Robel heißt das, nicht Robel. 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 Gibt es Leute, die hinkommen und sagen, hier, ich hätte gern Robel? Das ist mir so französisch, Robel, hätte ich fast gesagt. Ich wohne aber es hört sich schon edel an. Okay, komm, wir schauen mal hin in die Garage rein. Da kannst du mal ein bisschen was erklären. Die Fahrzeuge sind gebaut für die Ewigkeit. Die meisten fahren auch, sagst du. Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt, auch von euren Fahrzeugen, unglaublich gut. Sag mal, kann man die anheben hier oder wie funktioniert das? Oder ist hier ein Sitzblock? Das ist ein Gurtbock, weil wir ja vier Sitzplätze mit Gurt haben. Zwei vorne im Fahrhaus, zwei hinten in der Rundsitzgruppe. Und da muss es halt eben schon mal ein Stück Stahl mehr sein, dass der TÜV seinen Segen dazu gibt. Und das ist halt eben das, was hier auch hinten so schön verkleidet ist. Denn trotzdem, dass es ein Laderaum ist, darf es trotzdem auch ein bisschen schick aussehen. Also nochmal, ihr habt hinten drin eine Rundsitzgruppe, wie im Wohnwagen so quasi. Also eine Rundumblick mit allen drum und dran. Das Fenster kann man jetzt schlecht sehen, da wird wohl auch eins sein, da ist auch eins, was da ist. Und ihr habt eine riesen Garage, ja. Ich meine, irgendwo muss das ja jetzt noch hin, aber Fahrräder kriegst du hier rein, oder? Bei dem Fahrzeug kriegt man Fahrräder rein, weil wir hier die tiefe, die abgesenkte Garage haben. Was halt hinten ein bisschen im Weg ist, ist der Kasten, wo man sonst die Füße abstellt, weil hier ja der Tisch ist, die Rundsitzgruppe halt. Aber man kriegt trotzdem von rechts, von links jeweils ein Fahrrad rein, auch ein normales 28er Fahrrad oder ein elektrisches Fahrrad, was auch immer. Platz haben wir hier. Ist das Konzept jetzt ein Doppelboden? Man läuft auf einem Zwischenboden oder wie läuft das? Genau, was man hier halt eben sieht, das ist der Doppelboden, wo wir die Tanks, die Elektrik und so unterbringen. Und auf dieser Höhe ungefähr, da ist der Laufboden, wo man sich im Fahrzeug aufhält. Okay, das heißt, ich brauche keine Fußbodenheizung über dem Auto. Es ist einigermaßen warm, auch im tiefsten Winter? Ist immer schön warm. Also brauche ich nicht. Ich brauche keine Fußbodenheizung, hätte ich fast gesagt, durch den Zwischenboden, weil ja unten der Zwischenboden auch beheizt wird. So, ich habe jetzt auch einen Liner mit Zwischenboden, habe ich Fußbodenheizung weggelassen. Geht. Einwandfrei. Wenn ein Zwischenboden da ist, der mit erwärmt ist, dann bist du ja nicht direkt. Wenn der mit erwärmt wird, es liegt ja auch der Abwassertank und der Frischwassertank, es liegt ja alles da drin, die Pumpe. Also wenn das mit erwärmt wird, kein Thema. Dann kann man in Socken laufen. Schön, angenehm und herrlich. So, hier ist jetzt das Schloss von innen. Das hat einen Grund. Man könnte sich ja einsperren, oder? Genau, das funktioniert hier halt eben nicht mit dem Einsperren. Man muss auch aus der Garage rauskommen, falls mal versehentlich jemand drin sitzt und der andere macht die Tür zu und kriegt es nicht mit. So, Gas, Außenanschluss, auch hier Komfort pur. Das ist mit dabei. Wir gehen am besten mal rein. Sag mal, Preis von dem Fahrzeug hier, wo liegen wir denn? Ach, Preise. Was sind denn Preise? Ungefähr. Knapp über 220.000 Euro, okay. So wie es hier steht. Geht aber noch. Wir haben ja 5,5 Tonnen Version. Das heißt, also wir haben ein Allrad mit drin. Allein das Basisfahrzeug auch für Aufbauhersteller, wenn man dann eins kriegt. Das ist ja so die Sache. Hast du genug bestellt? Ja. Okay. Sonst würden wir halt eben nicht hier stehen mit diesen schönen Fahrzeugen. Chassis stehen am Hof schon. Das heißt, ihr könnt Kunden empfangen. Lieferzeit bei einem Robel? Wir liegen aktuell bei knapp 2 Jahren Lieferzeit. Okay, das ist auch fair. Du weißt, die Wettbewerber oft 3 Jahre und plus, wie es so ist, ja, wie es da ist. Denn wenn man eine gute Marke hat, dann stehen die Leute auch Schlange, oder? Das stimmt. Dann stehen die Leute wirklich Schlange. Also wir können uns eigentlich so nicht beklagen. Die Nachfrage ist immer noch sehr hoch und sehr gut. Mhm.
Gut, Individualität aus. Okay, das heißt, ich kann die Außenfarbe bestimmen auch? Das geht auch. Es geht alles. Ab vom Fahrgestell an, hätte ich fast gesagt, die Ausstattung, innen drin, die Länge, alles kann bestimmt werden. Deswegen ist das ja auch rein individuell. So, hier vorne sieht man es, das ist jetzt das beliebte Mausgrau. Wird sich wahrscheinlich auch noch ändern oder nicht? Nee, das ist halt eben nicht das kostenfreie Blaugrau von Mercedes, sondern das ist ein Silbergrau. Dieses Fahrzeug stand auch in Düsseldorf letztes Jahr auf der Messe mit komplett lackiertem Aufbau, weil der Kunde das halt eben so haben wollte. Okay, also das kann ich bestimmen, ich kann das Fahrerhaus mischen, ich kann es auch Ton in Ton machen, das habe ich verstanden. Aber ihr sagt, weniger ist mehr. Eure Fahrzeuge wollen auch teilweise bewusst gar nicht so mit Bling-Bling und so auffallen, oder? Genau, das Unauffällige, nicht Typische, das finden unsere Kunden halt eben schön, gerade auch wenn man irgendwo mal steht, wo halt eben nicht Campingplatz oder Stellplatz dran steht. Ja, wir werden jetzt mal reingucken, denn das Coole ist bei einer, ich sag mal, ganz geschickten Raum Nutzung hast du natürlich Linermaße hier drin. Das heißt, es gibt ja Wohnmobile, die haben das Bett an der Stelle, wo es mitten im Raum ist oder ganz hinten. Du kannst es kaum nutzen, du musst an die Schränke hochklappen. Bei euch ist das nicht so. Wir gehen mal rein. Ja. Darf ich vorgehen? Ja. Dass wir das mal sehen. Fliegenschutzgitter habt ihr mit drin? Carsten, mach mal zu. Dass wir das sehen. Schutztür haben wir selbstverständlich mit drin. Okay. Auch die Tür macht ihr selber? Ist das eine Liefertür? Das ist eine Tür von der Firma Tegos mit elektrischer Zuziehhilfe und Öffnungsunterstützung. Zeig mal bitte, wie das geht. Das heißt, du ziehst sie leicht zu? Genau, es reicht, wenn ich hier leicht drücke. Die Tür zieht dann von alleine ran. Und wenn ich hier mit dem Finger anfasse, öffnet sie auch automatisch. Okay, damit, wenn ich mal am Campingplatz stehe oder die wilden Tiere nicht überall alarmiere, oder was? Genau, damit es beim Schließen halt eben nicht dieses klassische Zuschlagen von der Türe gibt und beim Öffnen, wenn ich jetzt mal mit dem Einkauf komme, weil irgendwann ist der Kühlschrank auch leer, dass ich halt eben mit dem kleinen Finger die Tür öffnen könnte. So, auch hier nochmal Besonderheit, das Schloss und Anzahl der Punkte. Wir haben hier 2 Verriegelungspunkte, in dem Fall sogar 3. Also auch hier haben wir eine recht sichere Situation plus die Fenster. Ich meine, die Diebe kennen sich ja aus. Die kennen den Ducato. Was ist denn hier mit dem Fahrerhaus? Kann ich die Zwischentür abschließen? Die Zwischentür vom Fahrerhaus zum Wohnraum ist abschließbar. Somit haben wir auch da durchaus die Berechtigung, diese Fahrzeuge verschiffen zu lassen. Und haben damit halt auch mit dem gleichen Schlüssel die Möglichkeit, das Fahrzeug komplett außen und innen zu sichern. Ja, die Leute fahren teilweise dann die Fahrzeuge auf das Schiff drauf beim Verschiffen. Das ist ja das Problem, man ist nicht mit dabei. Und die Löhne da sind nicht die größten, muss man sagen. Da kommt es auch schon mal zu Diebstahl. Und deswegen werden wir uns das gleich mal angucken. Da sind spezielle Schlösser drauf. Ihr habt noch was Besonderes. Das ist natürlich auch Luxus. Ihr habt eine Trittstufe drunter. Ja, na klar. Ja, das ist, ich sag mal, schlecht Wege und Trittstufe, sagen die Leute, das ist das Erste, was ich mir abreiße. Ja, aber ich würde gleich deine Kamera halten und du versuchst, ohne Trittstufe reinzukommen. Dann weißt du, warum die da dran ist. So, dann geh mal rein. Ist das jetzt Serienhöhe eigentlich, Carsten? Das ist Serienhöhe, ja. Okay, das heißt, auch das Fahrgestell. Ja, auch du darfst mal bitte vorgehen. Dann machen wir es genau jetzt mal umgekehrt, wie ich eben gesagt habe. Und wir haben insgesamt 3 Stufen. Das ist schon hier, eigentlich ist das hier Linermaße. Haben wir Luftfederung hier bei dem? Nee. Doch, eine Luftfederung denn. Vorne hin? Zusatzluftfeder hinten. Zusatzluftfeder hinten. Das heißt also, ich kann also die Straffung kann ich anpassen, je nach Ladung, das ist cool. Kann ich auch ein bisschen, ach, ich habe Hubstützen, brauche ich ja nicht, oder? Ich kann damit natürlich auch im gewissen Maße ein bisschen nivellieren, aber mit den Hubstützen brauche ich es nicht. Und es kommt auf der Kamera vielleicht nicht rüber, aber es wankt nicht. Es steht fest. So, es riecht unglaublich toll hier drin. Es riecht nach neuen Möbeln. Also das ist so nicht so dieser Duft. Kein Chemieduft. Ihr habt helles Holz drin. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Im Moment sind ja so die Trends graue Holzfarben oder ich sag mal Naturhölzer hell. Das hier ist ganz hell. Das ist fast weiß. Das ist jetzt hier so ein Eschehell. Man kann es auch mischen mit Eschegrau. Also zweifarbig, man kann es auch nur in Grau bekommen. Das ist ja auch das, was unsere Individualität ist, auch im Möbelbau dann auch. Ne? Sag mal, kann man hier das ein bisschen höher machen vorne oder kann man den Wohnraumriss höher machen? Nee, das funktioniert nicht, weil wir die Bettkonstruktion direkt auf dem Fahrerhaus aufbauen und wir haben ein festes Bauteil als Alkoven, damit wir da halt eben keine Undichtigkeiten von vorne riskieren und da sind wir halt eben im Maß gebunden. Vorne ist auch GFK, oder? Die Haube vorne. Na klar.
Gut. Also alles volles GFK. Klär mich mal auf. Der Vorteil bei GFK, hat man mir erzählt, lässt sich unglaublich gut reparieren, wenn mal irgendwas da sein sollte, und ist sehr widerstandsfähig. Genau, es ist zum einen sehr widerstandsfähig, es ist sehr reparaturfreudig. Wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin und ich fahre mal ein Straßenschild, eine Dachrinne oder sonst was an, kann ich zu einem Bootsbauer fahren, der kann mir das mal eben schnell zulaminieren und ich kann weiterfahren und riskiere keine Folgeschäden. So, hier vorne ein Bauteil, was es so, glaube ich, schon seit ewigen Zeiten gibt. Unkaputtbar wird so ein bisschen kolportiert, was da ist. Die Votronik-Einheit. Daneben habt ihr das neue Truma Bedienfeld schon bekommen. Warum das denn? Ja, weil wir das zeigen können. So, wenn du das mal gerade anmachst, hier kann man das ganze Auto mit bedienen, theoretisch. Genau, theoretisch kann man damit jede Menge Bauteile bedienen. Hier in diesem Fall ist es halt eben nur für die Heizung zuständig, weil das Votronik-System mit dem noch nicht kompatibel ist. Man arbeitet hoffentlich dran. Aber wir haben halt eben ein schönes Votronik-Bedienpanel, wo Robel draufsteht, und deswegen nutzen wir das auch weiterhin. So, Agnes, richtig? Genau. Setz dich doch mal bitte in die Sitzgruppe. Und du bitte auch, denn wir spielen jetzt mal kleine Familie. Und das Coole ist ja, das ist ja so der zentrale Punkt hier an der Sitzgruppe. Denn man kann hier sitzen, kann hier sich lang machen, kann auch mal Fernsehen gucken. Hier ist wahrscheinlich kein Fernseher drin im Moment. Oder geht, theoretisch. Also ich habe auch keinen drin, ja, muss ich dazu sagen. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich habe einen Monitor, Laptop, die Leute gucken ja heute Tablets, keine Ahnung. Dann ist heute ja so digital. Genau, digitale Medien haben wir natürlich. Wir haben die Möglichkeit, hier verschiedenste Internetlösungen anzubieten, Router, Antennensets und so weiter. Das machen wir so, wie es der Kunde haben will. Und in diesem Fall war halt kein Fernsehgerät gewünscht. Genau, setz dich ruhig, es ist ja Platz genug. Das ist Wahnsinn, wenn man das jetzt hier sieht. Du hast eine Rundsitzgruppe mit drin. Das wünschen sich ja unglaublich viel. Ich kriege jetzt auch einen. Ich kriege einen 4x4 mit Rundsitzgruppe. Darf man nicht sagen, was es ist. Die Zuschauer wissen es schon. Aber auch Allrad von der Nobelmark, muss ich dazu sagen. Aber das ist, ich sag mal, hier natürlich ein etwas anderer Anspruch, muss man sagen. Schlechtwegefahrzeug. Der kann auch eine Rüttelpiste. Das heißt, auch die Holzverarbeitung und das alles ist auf höchstem Niveau. Der fällt nicht auseinander, wenn er mal über Bahnschienen fährt, oder? Nein, also wir haben auch viele Kunden, die schon diverse organisierte Touren gefahren sind, ob es die Seidenstraße war oder, wo man dann immer wieder von den Kunden natürlich auch auf Nachfrage gehört hat, das Auto hat tadellos gehalten, beim Nachbarn sind die Schränke runtergekommen oder da ist das kaputt gegangen, haben wir hier überhaupt keine Probleme mit. So, Never Change a Winning Team, die Fenster von Klaus Hühnerkopf, zeig mal, wie funktioniert das? Hebel drehen, Fenster aufschieben, frische Luft haben. Boah, wie genial. Die sind auch, haben ganz viele Zapfen, das heißt, die sind eigentlich unkaputtbar. Es gibt auch eine Dachhaube von ihm. Habt ihr die teilweise auch im Einsatz? Vorne. Genau, die haben wir vorne sitzen, weil hier, wo wir jetzt gerade sitzen, ist alles voll mit Solar. Und da ist dann kein Platz mehr für eine Dachluke. Und dementsprechend... Auch da kommst du auch nicht rein. Und das hat was ganz Besonderes. Die kannst du mit einem Finger, glaube ich, öffnen. So, einfach hochziehen, stufenlos. Genau, stufenlos. Solange ich den Hebel festhalte, kann ich das Fenster bedienen. Und wenn ich den Hebel loslasse, bleibt es stehen in der jeweiligen Position. Da ich jetzt keine 2 Meter groß bin, kriege ich das Fenster natürlich nicht zu. Mhm. Aber auch daran hat der Klaus gedacht. Ich habe einfach meinen Hebel, den ich ziehen kann, um halt eben meine fehlenden 2 Meter auszugleichen. Okay, das ist ganz wichtig, weil viele Leute sagen, will ich nicht so ein Fenster haben, dann steigen die mal das Dach ein. Auch das geht eigentlich nicht. Ich glaube, die probieren es immer nur ein paar Minuten. Wenn sie dann merken, sie kommen nicht schnell rein, dann lassen sie es auch sein, ja. Auch das ist einbruchsicher. Also das Dachfenster von Klaus Hühnerkopf, wir haben jetzt einen Kunden gehabt, der hatte eine normale Dachluke. Der hatte alles sonst genauso fast wie dieses Fahrzeug. Und die sind wirklich durch die normale Dachluke da 400x400 dadurch eingestiegen. Sonst wären die nicht reingekommen. Kann man ja auch ein Bett machen hinten? Ja, das kann man auch. Man kann den Tisch absenken und dann kann man die Polster von der Seite her ziehen und dann kann man hier hinten bequem schlafen mit 2 Personen. So, zeig mal bitte oben. Ihr habt die Schränke ein bisschen angeschrägt. Ist da noch ein bisschen Platz drin? Da ist sogar sehr viel Platz drin. So, auch ordentliche Beschläge habt ihr hier drin. Genau. Soll ja auch halten. Das kann ich ganz durch. Die kann ich auch einstellen und hier hinten kann ich noch bis um die Ecke rumladen. Ihr habt überall Möbelverbinder gewählt. Das heißt, es bewegt sich ja immer noch so ein bisschen und die können das ab, die Möbelverbinder. Die können das ab. Genau. Also das ist so robust, also da kann ich auch vorklopfen oder richtig hauen, da passiert gar nichts. Also ein Haus auf Rädern, dann vielleicht auch nochmal zur Preissteigerung.
die Chassis sind auch teurer geworden. Also das ist, kommt auch noch mit hinzu, oder nicht? Ja, das ist auch ein riesengroßes Thema, wenn man mal bei Mercedes zum Beispiel so ein Sprinter-Fahrgestell mit vielen Extras konfiguriert, ist das heutzutage möglich, einen sechsstelligen Betrag unten stehen zu haben, nur für das reine Fahrgestell. Sind die schön ausgestattet bei euch? Haben die schon ein bisschen was? Das machen wir so, wie es der Kunde haben möchte. Wenn er sagt, M-Books hätte ich gerne volle Hütte. Dann kriegt er volle Hütte. Und wenn er sagt, er möchte ein Buchhalterauto haben, dann kriegt er ein Buchhalterauto ohne Ausstattung. So, und das heißt, ihr bestellt das auf Kundenwunsch. Habt ihr Fahrzeuge im Vorlauf eigentlich, die man gleich mitnehmen kann? Nein, das haben wir nicht. Also die 2 Jahre Wartezeit sind wirklich Wartekunden, die bestellte Fahrzeuge irgendwann bekommen sollen. So, was ist das für ein Lüfter? Ist es das, was ich glaube? Natürlich ist es das, was du glaubst. Es sei denn, du glaubst nicht an den Max-Fan. Ja, der leiseste Lüfter der Welt, muss man sagen. Genau in der richtigen Position. Toller Lüfter, muss man sagen. Also den kannst du bei strömendem Regen auflassen. Das ist sensationell. Genau, den kann ich bei strömendem Regen auflassen. Und wir haben es dieses Jahr auf einer Outdoor-Messe in der Mitte von Deutschland bei 40 Grad probiert. Der hat fast genauso gute Dienste geleistet wie eine Klimaanlage. Wir haben einen Code geschrieben, damit du diesen Lüfter steuern kannst über die Truma. Ei. Ja, das haben wir gemacht über einen Sender, einen Infrarotsender, den wir daneben einfach platziert haben und die Fernbedienung emittiert haben. Das funktioniert. Ja, das ist alles gut und alles schön, aber ich kann genauso gut Automatik drücken. Auf den Knopf drücken und dann geht das Ding los. Du bist aber pragmatisch. Jetzt habe ich gedacht, du hast gesagt, du bist mein Held, du bist eingestellt. Nein, du willst mich gar nicht haben, so ist es. Mit den tollsten Ideen komme ich. Dusche habt ihr keine, oder? Dusche stehst du gerade vor. So, komm, wir zeigen erstmal die Küche, denn das ist die Dusche, oder was? Das ist die Spülmaschine, was sich alle Frauen wünschen. Willst du mich verarschen? Spülmaschine? Spülmaschine, ja, dieses Auto ist mit einer Spülmaschine ausgestattet. Aber was ist denn das für eine? Zeig mir die mal, wie heißen die? Das ist Bob. Das ist eine kleine Spülmaschine, eine ja, für unterwegs Reisespülmaschine mit geringem Wasserverbrauch, geringem Stromverbrauch. Und wie Bob? B-O-B? B-O-B. Spülmaschine kommt aus Taiwan, oder? Gute Frage, nächste. Gut, also funktioniert? Ja, na klar. Boah, mach die mal auf. Das ist ja geil. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, ist das krass. Da gibt es natürlich entsprechende Einsätze für Teller und so, oder? Ja, natürlich. Die haben wir jetzt aus Sicherheitsgründen der Messe einfach mal rausgenommen. Alles, was lose ist, ist leider Gottes heutzutage gefundenes Fressen. Für alle, die es nicht gebrauchen können. Dementsprechend haben wir lose Sachen halt eben, ja, in der Firma gelassen, damit, wenn die Kunden dieses Fahrzeug bekommen, das ist leider auch schon verkauft und kann hier nicht erworben werden, damit die es auch komplett bekommen dann. Die Agnes wurde noch nicht geklaut, oder? Nein, die wurde noch nicht geklaut. So, ich zeig's mal. Also das Ganze ist portabel, kannst du ausbauen, kannst es rausziehen. Was hat das für einen Grund, dass du rausziehen kannst, damit es, ich sag mal, leichter einbauen kannst? Zum einen das und zum anderen komme ich dann hinten an die Steckverbindung dran für Strom, für Wasser, falls mal was damit ist. Oder wenn ich jetzt sage, ich brauche in diesem Urlaub keine Spülmaschine, sondern ich möchte da eine Kaffeemaschine hinstellen oder was auch immer, kann ich das halt eben fix ausbauen. Ja, auch das Thema Frostschutz. Du weißt nicht, ist da denn doch noch ein bisschen Wasser drin und so, wenn du es mal stilllegen willst. Oben drauf ein Kochfeld, 2 Flammen, oder was habt ihr? 2 Flammen Tedford-Kochfeld. Ja, Profi. Ja, funktioniert halt eben. Große Flamme für Bratkartoffeln, kleine Pfanne für Kaffeewasser, einwandfrei. Sag mal, seit wann habt ihr denn so ein schickes Küchenelement hier? Oder ist es schon immer so? Ist mir das entgangen? Das ist dir wahrscheinlich entgangen. Dieses besonders schicke Küchenelement aus Mineralwerkstoff war ein Kundenwunsch, was wir aber immer schon anbieten. Mit der Rundspüle. Ja, damit man sich auch ja nicht die Hüften schlägt, oder? Ja, aber rund hat irgendwo eine Gefälligkeit. Absolut. Alles, was rund ist, ist teuer, habe ich gelernt. Der Backofen ist deswegen eckig, damit er ein bisschen günstiger ist. Aber Backofen muss sein, oder? Ja, Backofen muss sein, hätte ich fast gesagt. Für morgens für die Brötchen aufzubacken oder so. Oder mal einen Auflauf zu machen, was auch schnell geht. Also unsere sind eigentlich so gut wie alle Selbstversorger. So, habt ihr Ober- und Unterhitze eigentlich jetzt, der da? Was heißt das, Carsten? Weil die bauen ja nur noch irgendwie... Ja, der hat nur Oberhitze, soweit ich Oberhitze. Weiß. Aber man muss nur lange noch anmachen, dann geht's. So, dann der klassische Tedford, denn weißt du, was ich schlimm finde, darf ich das ganz ehrlich sagen, ist dieser neue Kühlschrank mit den 2 Öffnungsmöglichkeiten. Ich hasse den, weil nämlich, wenn du den nicht ordentlich zumachst, kriegst du ihn auf der anderen Seite nicht mehr auf. Und der hat diese riesen Getränkeschublade mit drin. Mhm. Die liebe ich, weil die man auch solo einfach rausziehen kann. Und da unten ist mal der kälteste Punkt, so muss man sehen. Ja, das heißt, die Kälte fällt nicht immer ganz raus, oder? Genau, die Kälte fällt nicht ganz raus und Physik 8. Klasse hat uns gelehrt, Kälte will immer nach unten und da ist der ideale Platz für Bier. So, Bier oder alkoholfrei, du weißt, du darfst ja heute... Entschuldigung, alkoholfreies Wasser ohne. Alkoholfrei, genau, so ist das. Das ist die Treppe zum Aufsteigen fürs Bett.
dass wir das sehen. Auch das ist mit einer Technik versehen, die wahrscheinlich 100 Jahre noch hält. Man nennt es Scharnier. Genau, man nennt es Scharnier. Es funktioniert, es ist einfach. So, das ist das, was die Kunden wollen. Da vorne ist ein Kleiderschrank oder was ist da drin? Boah, hast du einen Kleiderschrank in einem Länge? 6,80 oder was hat er? 6,70 Meter. Und wenn die Leute sagen, Kleiderschrank unterm Bett ist blöd, wird man hier eines Besseren belehrt. Okay, was daneben? Was ist das für ein Fach? Sag mal, Stauraum. Agnes, bist du da mit dabei, wenn die so geplant werden, die Fahrzeuge ein bisschen? Also ich arbeite viel in der Produktion und klar bin ich immer dabei, hätte ich fast gesagt, wie oder was, was man Neues machen kann oder was man anders machen kann. Ich darf fragen, was du da machst in der Produktion? Ja, ich sag mal, die ganze Produktionsbetreuung, Arbeitsplatzeinteilung und alles, ob's Schlosserei, Sicherheit, die ganze, ja. Dann, wenn der Wirtmann kommt, dass der auch ja alles bringt und so. Nee, das eigentlich nicht. Dafür haben wir unseren Lageristen, hätte ich fast gesagt, der schon aufpasst. Sag mal, die Anzahl der Fahrzeuge, was baut ihr so im Jahr? Ungefähr, Pi mal Daumen. Das ist ganz unterschiedlich so. Ich sag mal, das sind ja alles so individuelle geplante Fahrzeuge. Sind es 20, 30 ungefähr? Also so 15 bis 20 Fahrzeuge. Nee, das kann man ja offen sagen. Ihr seid ein kleiner Laden, sehr nahbar. Ihr seid die Chefs selber. Das hier ist keine Massenfertigung. Das hier ist individuell. Und ihr wollt auch gar nicht größer werden, glaube ich, oder? Viel. Nein, ich sag mal, so klein ist fein. Und ja, also uns macht das Spaß. Wir leben mit dem Camping. Und jeder, der sein Wohnmobil anders plant, also ist für uns echt wirklich super und wir finden die Ideen ganz toll und wir sind ja auch noch im Sonderfahrzeugsektor auch noch zuständig. Das sind welche Fahrzeuge, Sonderfahrzeuge? Ja, wir bauen Schulfahrzeuge für Schausteller, also für den Zirkus und dann bauen wir für die Windkraftenergie, bauen wir dann Servicefahrzeuge. Ach so, die müssen ja auch überall funktionieren, auf der Wiese. Die kommen auch überall noch dazwischen, hätte ich fast gesagt, in der Produktion dann, je nachdem, was jemand gerne möchte. Es erweitert sich im Moment auch, muss man sagen. Gibt es Firmen, die buddeln dann irgendwelche Kabel rein, die müssen in den Wald rein, Förster oder keine Ahnung. Sag mal hier, das ist genial, da hast du endlich mal nachgedacht, also klar, immer denkst du nach, aber... Da fängt nichts an zu klappern. Das heißt, ich glaube, die Tür muss aufbleiben, wenn jemand hinten drin sitzt, oder? Genau, wenn ich jemanden hinten mitfahren lasse, muss die Tür offen sein. Ansonsten kann ich sie halt eben zumachen, kann sie abschließen und wenn keiner sitzt. So, und hier für Bild der Frau kannst du unten reinmachen. Da können aber auch Landkarten rein, wenn man noch welche hat. Oder ein Tablet kann man reinlegen. So, wir gehen mal ins Badezimmer, denn ihr habt ein vollwertiges Badezimmer reingemacht. Tankvolumen, Frischwasser, was haben wir denn hier? 200 Liter. 200 Liter? Ja, reicht es nicht? Ja, das ist gut? Ja, ich weiß. Boah, ihr wollt es aber wissen hier mit dem Fahrzeug. Das ist ja richtig modern für eure Verhältnisse. Zum Duschen. Ja, das heißt, ihr könnt auch modern, wenn man euch fordert, oder? Ja, wir können auch noch mehr. Also ich bin mittlerweile auf dem Trip, ich kaufe so konservativ wie möglich, weißt du das? Weil du kannst immer so viel falsch machen, weil so in 10 Jahren sagen die Leute, ein schwarzes Waschbecken. Warum? Aber hier, mein Gott, der Kunde wollte so, jetzt ist es schick im Moment noch, oder? Absolut. Ich finde, es ist auch später noch schick, weil Korean, hätte ich fast gesagt, also verliert ja auch nicht an Glanz und nichts an Schönheit. Das ist sogar, das ist Stein, glaube ich, gemischt mit irgendwie Kunststoff, oder? Genau, das ist so ein Mineralwerkstoff, den ich halt eben in verschiedene Formen bilden und auch bearbeiten kann. Fast wie so ein künstlicher Stein, ja. So, was ist denn das für ein Klo? Ist das eine Tütentoilette? Ja, das ist das klassische getrennte Tütenmischverfahren. Hergestellt von der Firma Robel. Wir bauen unsere eigene Trenntoilette. Zeig mal, mach mal auf. Ist sie schon in Benutzung gewesen? Das würde ich mal testen können. Warte, ich guck mal. Warte, ich zeig mir das. Gebrauch zu Hause. Ja, wir testen alles vorher. Gut, ist ja gar nicht so schwer, aber ihr habt mal wieder eine Version entwickelt aus dem Hause, die kriegst du nicht kaputt, oder? Wie so üblich bei uns GFK. GFK. Aus GFK, echt? Habt ihr laminiert, oder was? Das ist Einhandlaminat, ja. Wie krass. Das heißt, vorne ist Pipi? Genau, vorne ist die Pipi-Box mit Geruchsverschluss und hinten ist die Tütenbox. Da gibt es auch einen Deckel zu, wenn man das denn möchte. Mhm. Sag mal, hast du gesehen, es gibt auch ein System mit Einschweißen. Hast du das mal gesehen? Sind wir gerade am Band bei, die erste zu verbauen. Okay, also auch, habe ich gesehen, finde ich eigentlich ganz spannend. Kenne ich noch von meinem Sohn, da gab es so... Windeltwister, genau. Der ist jetzt schon 10, der braucht es jetzt nicht mehr. Dann Dusche. Wie groß bist du, Carsten? Ich bin 1,80. So, geh mal rein in die Dusche, bitte. Achso, Klo, ja, zeig mal. Klo, ganz wichtig. Softclose. Absenkautomatik. Ja, das nennt man auch Softclose, also im Neudeutsch. Softclo. Absenkautomatik. Überleg mir, das sind 3 Wörter. Softclose sind nur 2. Jetzt bist du verdonnert. Das hier ist übrigens eine kleine Face-to-Face-Sitzgruppe. Die Rundsitzgruppe. Auf beiden Seiten. Ne? Face-to-Face.
Absenkautomatik. Da wir ja dran stehen haben, Made in Germany, heißt es, wir sitzen gegenüber. Sowohl das Fahrzeug als auch alles, was drin ist. Klar, die Einbaugeräte, die können vielleicht mal aus China kommen oder wo auch immer her. Aber hier wird alles in Deutschland gefertigt, oder? Genau, wir setzen da wirklich auf regionale Zulieferer, was das Holz angeht, was das GFK angeht und so weiter, damit das Geld halt eben in der Region bleibt. 1,80 Meter. 1,80 Meter. So, gehen wir rein, plus Schuhe, dass da ist. Die ist wahrscheinlich auch GFK, die Wanne, oder? Nee, das ist Kunststoff. Ist Kunststoff. So, jetzt gehen wir mal rein. Du hast extra eine Matte reingemacht, weil die Leute laufen ja auch rein. Nicht schimpfen dann, dass mit Schuhen drin ist. Ist eine Matte drin. Also 1,80 Meter kannst duschen. Die Stange oben ist rausnehmbar. Die Stange ist rausnehmbar. Und das Ding ist komplett GFK. Die Seitenwände ist Kunststoff? Ja. Okay, ist Kunststoff. Stange kannst du rausnehmen. Also geht noch größer. Ich denke mal 1,95 Meter wird sogar noch gehen, oder? Ja. Okay, Carsten, du bist erlöst. Wir haben es gezeigt. Tolles Spülbecken, muss ich sagen. Auch hier, der Kunde hat hier wirklich Geschmack bewiesen. Und das ist ja das Schöne, dass jeder quasi sagen kann, was er gerne hätte bei euch. Die Qual der Wahl. Gibt es auch Kunden, die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich ein Video gesehen, 2021, genauso hätte ich es gern. Das ist kein Thema, dann bauen wir ihm genau das Fahrzeug. Okay. Also in diesem Waschbecken hat schon ein Baby gebadet. Ich sag mal, in so einem runden Waschbecken. Kann man auch dafür nehmen. Ja, hast du gerade nur die Kurve bekommen, ja. Das, also hier war eine Geburt in dem Fahrzeug schon. Und der Kunde kriegt das dann. Das eigentlich nicht, aber Oma und Opa haben dann den Säugling mitgenommen und haben dann uns auch ein Bild geschickt, wo dann auch ein Säugling da drin baden konnte. So, ist jetzt Kundenfahrzeug. Auch der Kunde hat 2 Jahre gewartet jetzt auf das. Hat er schon bekommen? Ist das schon im Einsatz? Es wird jetzt nach der Messe ausgeliefert. Wenn wir wieder zu Hause sind, wird das Fahrzeug übergeben. Ist er schon scharf auf das Auto? Ja, er kann es kaum noch warten. Kommt auch zur Messe. Toll. Komm, wir gehen mal raus. Dann viel Erfolg. Gibt es hier noch was zu erwähnen, hier oben? Also wer ist das ausziehbar? Kann man das zum... Nee, das ist wegen der Treppe nicht ausziehbar. Aber wenn du mich kurz vorbeilässt, zeige ich dir noch was. Du bist der Chef hier. Okay, das wird dann verriegelt hier. Das wird verriegelt. Mhm. Das ist... Wir haben ja hier einmal die Tür. Nee. Zum Fahrerhaus. Für den Einstieg kannst du es hochklappen, oder was? Genau. Wie geil ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Nee. Nee, nein, echt noch nicht. Also das ist jetzt für mich auch ein Novum. So, das heißt Polster raus. Sind die eigentlich gut, die Polster bei euch? Die sind gut. Also wir passen auch die Matratzen nach dem Härtegrad an, je nachdem, wie schwer jeder ist. Carsten, du bist mein Held im Hühnerfell. Das heißt, ich muss mich mit meinem Rücken nicht zwingend verbiegen, um da reinzukommen. Spätestens jetzt würde ich sogar sagen, ich würde sogar hier durchsteigen. Also nicht außen rum und dann außen rum rein. Ist das schon immer so gewesen bei euch, dieser Durchstieg? Mit Einzug der Längseinzelbetten ist das so gemacht worden, ja. Was hat der für eine Leistung, Motor hier? Weil wir ein Allrad haben, müssen wir den großen Motor nehmen mit 190 PS. Gut, steht ihm auch ganz gut, muss man sagen. Der Vierzylinder ist gar nicht so schwachbrüstig, wie die Leute sagen. Im Gegenteil, die sagen sogar, der geht sehr gut, oder? Ja, das haben wir jetzt gerade auf dem Weg hierher gemerkt, vom flachen Emsland ins bergige Stuttgarter Land. Da gibt es hier den einen oder anderen Anstieg. Tempomat 100, einfach hoch und runter, völlig egal, das juckt den nicht. Säuft er? Wer arbeitet, muss essen. Okay, das heißt, wir reden über 10 Liter schon, ne? Ja, bei 5,5 Tonnen reden wir natürlich über 10 Liter. Das hat man so ein bisschen im Fuß. Also man kann den zwischen 11 und 16 Litern fahren. Eurocargo fahre ich mit 11,8 Litern auf gerader Strecke. Bin ich der Sensation. Hab's schon auf 11 hinbekommen mit 7, es hängt wirklich davon ab, wie schnell du auch fährst. Also ich habe gemerkt, wenn du zum Beispiel auf Landstraßen unterwegs bist, verbrauchst du wesentlich weniger Schritt als auf der Autobahn mit 90, oder? Ja, das ist so. Wir haben einen der ersten Kunden mit dem neuen 2-Liter-Motor mal befragt und zum Thema Verbrauch, zum Thema Spritzigkeit und da sagt er, der Motor funktioniert und er hat es einmal geschafft, auf einer längeren Strecke hinterm LKW mit 80 hinterher den unter 10 Liter zu bekommen. Sehr schön. Also, wir gehen mal raus. Wir sind bei der Firma Robel auf der CMT in Stuttgart. Gleich werden wir uns noch ein Auto angucken. Ich bin nämlich richtig gemein gewesen. Ich habe euch abgefangen heute am Pressetag, Freitag. Die meisten, die hier sind, wissen gar nicht, dass heute Pressetag ist. Hat man euch das gesagt? Ist ja verständlich. Gott, sehr schön. Denn die meisten bauen noch auf, da sind noch Absperrungen dabei, wir können gar nicht so viel machen. Ihr habt gesagt, hey, ich lasse mein Brötchen liegen. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Lass meinen Kaffee liegen und ich mache mit euch den Rundgang. Wenn ich so ein Auto haben möchte, wo findet man dann euch in Deutschland? Lass mich raten, Baden-Württemberg. Nee. Im Emsland. Was so oder so keiner weiß, wir sagen immer Emsland Süd. Und das ist in Emsbüren. Was? In Emsbüren. Emsbüren. Ja. Was ist denn so also das nächste? In Emsland hätte ich fast gesagt, Rheine, ehemals Karmann. Das ist ein großer Begriff. Ist das 1 Live noch?
kriegt man noch bei uns, weil wir direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen sitzen. Das Bundesland, was ist das? Niedersachsen? Niedersachsen. Niedersachsen. Osnabrück weit weg? Ja. 60 Kilometer. 60 Kilometer. Also da fahre ich ja öfter mal hin. Seid ihr so ein Closed-Shop, wo man gar nicht mal hingucken darf? Weil ich bin ganz oft in Osnabrück bei Händlern und bei Vario bin ich ganz oft. Also in auch Bohmte, ja. In Bohmte. Und darf man mal vorbeikommen bei euch? Mal ein bisschen gucken, was ihr so macht? Wenn du vorher anrufst. Oh ja, klar, wo ich vorher. Ja, dann, ja, damit wir uns auch wenigstens 2 Minuten Zeit nehmen können, ist das kein Problem. Wir haben eine Ausstellung, wo dann vielleicht auch mal ein Auto drin steht. Es geht mir so ein bisschen auch um die Fertigung, dass man da mal reingucken. Du darfst auch sagen, hier, das darf man nicht sehen. Aber was mich interessiert, ist natürlich GFK-Fertigung. Das ist höchste Kunst, denn du weißt selber, wenn man das nicht gut drauf hat, dann ist es außen nicht so schön glatt. Wie kriegt ihr das denn so glatt? Gut, das letztendlich, das wird, ja, das ist ein Handlaminat, hätte ich fast gesagt, und das wird gespritzt. Gespritzt? Gespritzt. Okay, und dann ist glatt, oder wie? Und es wird ja, noch man muss auch eine top-super Form haben, also die Modelle müssen top sein. Und dann richtig glatt und von innen muss die Form dann auch richtig glatt sein, damit ich dann auch wirklich so eine glatte Haut bekomme. Okay, das heißt, ihr habt ein Lager von allen jemals gebauten Bauteilen, nehme ich ja, an. Ja, ein riesengroßes Lager, sagen wir mal so. Das heißt, ihr könnt auch bei den älteren Fahrzeugen das nochmal, wenn der jetzt komplett hinüber ist, die Front, kann man das nochmal nachlaminieren? Da wir GFK halt eben als reparaturfreundliches Material haben. Die komplett weggefahren. Könnt ihr die Form nochmal rausholen und sagen, ja, im Notfall machen wir sie neu? Also ja, da können wir die Form nochmal wieder rausholen. Wir haben die Form alle noch, mhm, und können das komplette Teil dann auch nochmal neu fertigen. Das ist kein Thema. So, Agnes, dafür, dass du nicht so begeistert warst, mitzudrehen, hast du es toll hinbekommen, muss ich sagen. Wir sind bei der Firma Rubbel. Ihr habt eine Internetadresse. Boah, ey, da habt ihr wahrscheinlich, oder das war schon immer eure, oder wie? Ja, genau. Und nicht zu verwechseln mit dem Bahnhersteller. Also es gibt eine, oder? Genau, es gibt einen Bahnlieferanten für ja, Züge und Co. Gleisbaumaschinen, die heißen auch Rubbel. Hast du ein Datenblatt von dem Fahrzeug hier, von dem da? Selbstverständlich. Wo denn? Im Kopf, okay. Weil ich sehe da vorne ist ein Datenblatt drauf. Also so ein Datenblatt wie da hast du von dem nicht, oder? Doch, habe ich auch. Aber das sind so die Kleinigkeiten, okay, die wir heute machen müssen. Ich filme mal ab. Pass mal auf. Wir haben hier 5,5 Tonnen. Das ist korrekt, ja. Eine Tonne Zuladung. Wir haben 3,45 Meter Höhe. Das ist auch okay. Damit kommst du noch bei vielen Plätzen rein. Mhm. Muss man sagen, Höhe oft ein Problem. 6,70 Meter Länge. Die Breite, was haben wir hier? Breite haben wir 2,26 Meter. Okay, auch da sehr freundlich. Kommt man auch noch gut durch die Sachen durch. Und das Ganze ist natürlich für 4 Personen zugelassen. Ich bin wirklich beeindruckt und vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist der 13., der Freitag, der 13. Aber wir sind früh unterwegs und ihr seid echt ein tolles Unternehmen. Das erste Video bei, wirklich, es war sau heiß, weißt du noch, das Abenteuer Allrad. Du warst genervt, die Kunden stehen da immer Schlange und dann komme ich da mit so einem Mikro und habe gesagt, lass uns mal einen Film machen. Aber ich glaube, das hilft, weil es gibt ja viele Leute, die nicht auf Messen gehen können, oder? Genau, das hilft und nach dem Video haben wir tatsächlich auch den ein oder anderen Anruf bekommen. Oh, ich habe sie gesehen und okay, scheint es eine Menge Follower zu haben auf YouTube. 2, also euch. Juhu, vielleicht kommt ja heute noch ein Dritter hinzu. Nein, gibt ja viele, die das echt toll machen, muss man sagen. Also ob das jetzt ein Camper-Tobi ist oder keine Ahnung. Die Leute machen das richtig klasse mit viel Herzblut. Und bei uns ist natürlich hier auf so einer Messe ey, Masse. Wir haben 2 Filmteams, wir haben ja so viele Fahrzeuge. Jeder will gefilmt werden irgendwie und da sind wir unterwegs. Aber dich, Agnes, dich filme ich gleich nochmal. Tschüss. Ciao, ciao.